Willkommen zu einer Runde Narok's Ways in Bed Wars. Und mein erster Gegner kommt hier direkt mich abstauben. Okay, abstauben ist es jetzt wirklich nicht und der wird im Zweifel auch verlieren. Zuallererst muss ich mich mal ganz kurz entschuldigen, dass so lange wieder keine Videos kamen, aber ich war in Amerika und ich hatte was... Was war das jetzt? Ganz kurz können wir mal drüber reden, was das gerade für ein Hit war. Dankeschön, tschüss. Und auf jeden Fall, ich war halt in Amerika und... Also ich habe auf dem Flug 3 Videos geschnitten und die habe ich da halt auch hochgeladen, aber ich habe halt... Vom Flug jetzt auch nicht mehr geschafft und ich musste mich jetzt erstmal die letzten Tage ein bisschen vom Jetlag und von der Übermüdung erholen. Ja. Alter, ja, komm, übertreib halt komplett deine Basis. Ja, komm. Hoffen wir mal, dass die Runde jetzt ein Ticken besser wird. Warte mal ganz kurz, das ist eine TO2-Map und ich habe keinen zweiten Mate. Nein. An sich kann ich jetzt auch ganz kurz die Runde lieben. Also dann, ich wollte heute eigentlich streamen, also ich wollte eigentlich jetzt quick was mit Tim aufnehmen. Und der erste Typ kommt zu mir. Warum denn auch nicht direkt auf den Typen ohne Team gehen? Guess what? Tim. Ja, ich habe ihn angeschrieben. Er hat gesagt, er war noch in der Runde. Als er dann aus der Runde raus war, hatte er dann Teambesprechung. Er hat mir irgendwann geschrieben. Moment. Ja, komm. Ich habe irgendwie das Gefühl... Nee, ne? Ja, komm, ich werde halt dauerhaft gefunden. Was hat der mir gerade für ein Hit gegeben? So, ich wollte eigentlich was aufnehmen mit Tim. Die erste Folge von einem neuen Format, von einer neuen Serie. Jetzt ist er in der Teambesprechung und ich wollte auch eigentlich streamen. Und ja, also es funktioniert bei mir eigentlich irgendwie so alles so, wie ich es abgemacht habe, wenn ich es mit jemandem abmache. Wie man auch gemerkt hat, ja, offensichtlich. Der steht noch gar nicht hinter mir. Das finde ich sympathisch. Man kann sich unterhalten. Also ich würde sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 gibt der extrem awkward Hits fallen. Wollen wir mal drüber reden, dass er eigentlich hätte Knockback bekommen müssen, wenn er mich nicht hittet? Komm. Ich mache jetzt... Jawohl, ich habe schon mal in der Aufnahme gesagt, ich mache jetzt so lange, bis ich eine Aufnahme gewinne. Ich habe danach einer halben Stunde die Aufnahme gelöscht. Nein. Ich habe auch keinen Bock, eine Dreiviertelstunde aufzunehmen. Auf Krampf, weil da habe ich dann keinen Spaß mehr dran. Naja, also wie dem sei... Bruder! Raste halt mal komplett aus. Ah, oh, gut. Ganz kurz. Er lief. Aber ich habe dafür einen Kill bekommen. Ist jetzt halt den ersten zu 2-on-1. Weil bei mir macht das auch jeder und ich habe irgendwann keinen Bock mehr Rücksicht auf andere zu nehmen. Guten Mittag. Wollen wir mal drüber reden, dass der Typ einen Anti-Knock hat? Da habe ich noch weniger Probleme, den zu turnen mit dem Anti-Knock. Also hätte ich jetzt den Anti-Knock, hätte ich noch weniger Probleme. Aber ich rede jetzt davon, dass ich kein Problem habe, den Typen turnen, wenn er einen Anti-Knock drin hat. Jetzt bekomme ich sein Bett. Oder ich fäll halt einfach komplett mein Leben weg. Das geht natürlich auch. Gut, vielleicht hat er doch nicht so einen Anti-Knock drin, wie ich dachte. User left your channel. Und jetzt ist Tim in einem Channel zusammen und labert mit jemandem und ich gehe direkt an, dass ich trotzdem nicht gemoved werde. Yo, also wenn der Typ nicht anhat, dann hat er halt trotzdem an. Der Punkt ist der, wenn der legit ist, ist Tim Hetero. Ja, was soll ich machen? Das Einzige, was ich jetzt machen werde, ist seinen Kill als Kill denyen. Bruder, er droppt mir so sein komplettes Inf. Richtig auf fucking Ehre. Irgendwann später. Ich überlege gerade, ob ich Dread nehmen soll oder nicht. Super. Uff. Der bekommt halt so gar keinen Knockback. Na dann, das war eine ganz gute Runde trotzdem. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, Kommi, Abo, etc. da. Bis dahin, ciao.